Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir spielen hier wieder auf unserer Admiralsbahn Train Fever. Admiralsbahn. Ja, okay, das war jetzt nicht so gut rausgedrückt. Wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen weiterspielen. Vor allen Dingen haben wir gesehen, dass unter der letzten Folge wirklich ein riesiger Flut von Kommentaren. Ich kann es hier kurz öffnen, hier auf unserem Aufnahme-Kontrollcomputer. Ja, öffne das da mal kurz, dann können wir die Kommentare jetzt hier auch mal ein bisschen vorlesen und so. Genau, ne? Wir wollen ja. Weil wir haben ja Zuschauerbindung hier, ist ganz, wird ganz groß geschrieben bei uns. Genau, wir wollen ja hier auch ein bisschen auf die Zuschauer. Wir finden das ziemlich erstaunlich, dass, jetzt hier schon so ein, dass wir jetzt hier schon so einen Fan haben in dieser Folge. Fan? Für unsere Train Fever-Reihe. So, okay. Und ja, also was kam da so? Erstmal hat er sich gefreut. Clemi R. Genau. Wenn du jetzt nicht genannt werden willst, na gut. Er hat uns die Wegpunkte erklärt, das finde ich schon mal sehr gut, weil ich habe echt keine Ahnung gehabt, was die bringen. Genau, ich kann ja mal ganz kurz hier, man kann, genau, da drauf. Und genau. Einmal hat er uns erklärt, wie die Wegpunkte gehen, und zwar kann man die auf dem Fahrplan wohl angeben, dass der weiß, über welches Gleis er fahren soll, in welche Richtung. Und dann hat er uns gesagt, dass wir mit Öl oder Holz immer Güter machen sollen, genau. Weil man sonst immer für Eisenerz wohl zwei verschiedene Sachen braucht. Genau, ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ja, man muss hier, wenn man hier Eisenerz und Kohle weiter verarbeitet, sieht man ja hier, muss man gleich beides in eine Fabrik liefern. Das ist natürlich viel umständlicher. Deswegen Holz ist einfacher. Okay, das ist natürlich super. Das ist ein guter Tipp, danke dafür. Genau, wir bedanken uns recht herzlich, weil sonst hätten wir hier wahrscheinlich irgendeinen Scheiß abgebaut. Ja, vor allem hätten wir sonst hier wahrscheinlich nie die Wegpunkte. Genau, die hätten wir sonst nie verstanden. Genau. Und ja, jetzt kommen wir hier wieder ein bisschen zum Spiel. Also, ich habe neue Mods. Wir haben hier so eine Lok hier. Wer hätte es gedacht? Die brauchen wir aber nicht, weil die ist scheiße. Oha, was war das gerade? Shit. Das war in der Aufnahme drin. Scheiße, das hat mega gepiept gerade. Ja, okay, das können wir vielleicht ein bisschen rausbuffern. Ja, das kriegen wir raus. Was ist das jetzt? Okay, das ist so ein komischer. Egal, gut. Kommen wir wieder hier zum Spiel, ne? Ja. Also, die neue Lok ist ganz scheiße. Geht einfach keine Leistung, also ist teuer, hat keine Leistung, brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber habe ich halt runtergeladen, ne? Ja. Und was geil ist, hier so einen neuen Wagen, so einen bayerischen Abteilwagen. Aber erste Klasse, ist das jetzt irgendwie anders? Können dann nur die Bonzen mitfahren, oder? Nein, da passen weniger Leute halt rein, aber das ist egal. Also der schafft 60 km/h, das ist gut, weil unsere Lokis ja 80 schaffen, ne? Und die anderen Wagen haben das auf 50 begrenzt. Haben wir genug Geld, um vielleicht unsere Strecke aufzurüsten? Also wir haben für die neuen Wagen auf jeden Fall haben wir Geld. Okay. Für die Streckenerweiterung, die wir ja noch vorhaben, müssen wir wieder ein bisschen sparen, glaube ich. Also vor allem, was geil ist, der Wagen hat auch weniger Betriebskosten als der alte. Er hält länger, er lädt schneller, er ist schneller, er schafft zwar weniger Passagiere, aber er ist halt ein bisschen teurer. Aber das ist trotzdem sehr geil, dieser Wagen. Den werden wir noch einsetzen, wenn wir uns das leisten können. Ich glaube auch. Ja, der bringt nämlich... Darf ich ganz kurz mal die Maus haben? Nimmer. Ich spiele ja sonst hier nie dieses Spiel. Wie geil ist denn einfach dieser Prellbock da auf diesem Gleis? Ja, das hast du ja vorgeschlagen. So als Sperrung für... Ich finde, das sieht einfach top realistisch aus. Ja, das stimmt. Was jetzt da nicht so gut passt, ist diese Straße, die da so endet. Ja, und was auch nicht passt, ich glaube, die Loks können durch diese Prellböcke durchfahren. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber egal. Ist zumindest geil, dass es sowas gibt hier. Ja, das ist echt dank cool. Modern. Ja. Ist das nicht vorinstalliert? Nee, der Prellbock war nicht drin. Komm, dann lass uns jetzt hier nicht schwafeln, sondern nicht so wollen wir jetzt Güter? Oder? Erstmal ein bisschen vorspulen, weil Geld ist knapp. Ah, Geld ist knapp. 322.000. Ja. Ich habe einfach mal 50 FPS hier, das geht. Ne? Jetzt geht es gerade so ein bisschen runter hier, aber jetzt fängt es sich schon wieder. Wir verlieren gerade Geld. Ist das so? Ja, das ist so. Ja, wir haben insgesamt dieses Jahr eine. Ja gut, aber letztes Jahr haben wir eine Million verloren. Aber da haben wir uns ja auch die ganzen neuen Loks gegönnt. Ja. Alle drei neue. Aber guck mal, wir haben über 2,5 Millionen ausgegeben und trotzdem nur 900.000 verloren. Das ist schon gut, ne? Das heißt, dass wir ja eigentlich eine machen. Wir haben jetzt auch schon wieder 500.000 hier, das ist schon mal geil. Aber ich bin dafür erstmal keinen neuen Wagen, sondern Güter. Also wir haben es ja letzte Folge schon versprochen. Genau. Was ist das? Ist das Kohle? Das ist Kohle, ja, aber das wollten wir ja nicht machen. Genau, warte, ich habe mal ein bisschen geguckt auf das Map, ne? Wie machen wir das? Machen wir jetzt eine Nebenbahn, oder? Ja, ich würde das als Nebenbahn... Nee, auf der Hauptstrecke würde ich das erstmal fahren lassen, glaube ich. Hier haben wir Öl zum Beispiel. Hier haben wir eine Ölfabrik, das ist schon mal gut. Können wir zur Hauptstadt liefern lassen. Ja. Was gibt's hier noch so? Hier haben wir noch zwei Ölfelder. Also da könnten wir das Öl bis nach hinten liefern lassen. Ich weiß nicht, das können wir aber später machen. Okay, jetzt haben wir irgendwas bekommen? Ja, wir haben irgendwas bekommen. Ja, wir haben so einen neuen Bus bekommen. Cool. Nur noch so eine Pferdekutsche ab, oder? Nee, das ist jetzt was Besseres, so ein Dampfwagen. Das sind ja Trams hier. Ja, stimmt, 1859, ne? Ja, ja.
hier sind die Busdepot. Hier dieses Ding jetzt. Schafft es mal. Es ist schon mal schneller, ne? Schafft ein Passagier mehr Leistung, kostet aber uns auch das Doppelte. Aber 25 km/h, ich glaube, und die jetzigen Busse fahren auch nicht viel schneller. 90, 100. Ja, können sie aber. Können sie. Ja, in so einer Stadt hier, guck das mal an. Ne? Wie willst du denn da 90, 100 fahren? Keine Ahnung. Da sitzt du im nächsten Wohnhaus ja, drin. Ja, das stimmt auch. Also wir haben ja hier diesen Bahnhof letztes Mal eingleisig geplant. Ich würde sagen, das bleibt auch erstmal auf absehbare Zeit unser Endbahnhof, weil ich will ihn nicht sofort wieder erweitern. Nee, das wäre ein bisschen blöd. Es bleibt erstmal unser Endbahnhof hier. Die können wir ja später hier noch erweitern, die Strecke. Mhm. Dann erweitern wir erstmal in diese Richtung. Wie gesagt, ich wäre jetzt für ein bisschen Güter. Ja, das können wir dann ja gleich anpacken hier, wenn wir ein bisschen mehr Kohle haben. Anpacken? Ja, woran du gleich wieder denkst hier, oder was? Ich habe was du mir schon wieder vorwirfst. Ja. Ach so, ja, du hast ja letztes Mal hier gefragt, ne, wegen Big Boy, fette Lok, ne? Habe ich jetzt auch als Mod alles hier. Es gibt hier so, ich habe irgendwie heute mal geguckt, so massenweise neue Mods hier auf, so auf meiner Seite, wo ich die mal herbeziehe. Und ja, aber erstmal alles runtergeladen. Beziehe. Meine Beziehung Mods, mit dieser Internetseite. Ich meine Mods herbeziehe. Ich habe eine sehr innige Beziehung. Ich würde echt sagen, dass das unser Endbahnhof bleibt, weil ich finde, es sieht einfach irgendwie cool aus. Ja, ich will den jetzt auch nicht wieder abreißen. Das wäre mir zu blöd. Das ist unser Kohle. Das sieht cool aus. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Kohle. Ich finde, wir können jetzt hier mal Güterlinie anpacken. Jop. Ja. Wir können hier erstmal so ein Industriegleis. Dann lassen wir das hier erstmal so parallel laufen. Ich würde es auf jeden Fall vor der Brücke abmachen, das Industriegleis abgehen lassen. Ich kann ja hier auf diesem kurzen Abschnitt schon mal das Highspeed-Gleis bauen, nicht, dass wir später alles wieder abreißen müssen, um das dann hier rüber zu legen. Okay. Boah, aber weißt du, was cool wäre? Vielleicht kannst du das Gütergleis unter diesem Ding durchlegen. Ah, das ist kompliziert, vor allem, weil es hier so steil ist. Ach so. Und die sind so nah aneinander, die Pfeiler. Ich baue es dann lieber hier so schräg ran, ne? Läuft es hier kurz auf dem Highspeed-Gleis und dann geht es halt hier so auf das andere. Warte, baue ich schon mal die zwei Highspeed-Gleise daneben. Du meinst jetzt? Ja, für später. Für später, okay. So, baue ich die mal kurz daneben. Die Brücke wird auch schon hier ziemlich fett gerade. Das ist vollkommen übertrieben breit fürs 19. Jahrhundert. Mitte 19. Ja, die Gleise werden jetzt ja auch noch nicht genutzt. Ich will die nur schon mal da haben, damit. Kann es sein, dass die eine Brücke ein bisschen weit nach unten versetzt ist? Hm? Die sind nicht auf einer Ebene, oder? Doch, die sind alle auf einer Ebene. Warte, geh mal ein Stück in die Mitte. Das ist da so ein bisschen. Es ist nur der Schatten, Leute. Okay. Aber es sieht schon mal geil aus, wa? So eine Viererbrücke hier. Die sieht größer aus, als jetzige Bahnhöfe manchmal so ein Vorfeld haben, ne? Naja, das ist. Vor allem, wir haben halt null Weichen. Die kommen gleich noch für das Gütergleis. Warte, brauche ich nochmal so bis nach hier weiter, damit ich das Gütergleis hier gut drauflegen kann. Ja. So, das ziehen wir dann gleich bis zum Ende. Die sind voll übertrieben, ne? Ja, das werden ja nicht benutzt, die Gleise. Okay, dann können wir hier auch mal so einen Güterbahnhof jetzt schon mal ran. Oh, das hat uns schon mal aber ordentlich gemacht. Ja, das habe ich schon gesehen. Aber wir können uns ja wieder da legen. Einen kurzen, oder? Eingleisig reicht doch. Ja, so eine eingleisige. Ich finde einfach, wir sollten es eingleisig machen, weil es für die Zeit irgendwie besser passt, weißt du? Ja, klar, für die Zukunft, aber wir wollen es ja ein bisschen realistisch halten, auch wenn wir relativ viel gemoddet haben. Dann wollen wir hier noch jetzt so einen Eingleisigen wieder ran? Warte, den drehe ich dann so rum, der passt da schon ganz gut. Ah, ist ganz schön teuer. Ja, hier ist. Warte, hier geht's. Ja, hier ist irgendwo, hier ist ungefähr am billigsten. Legen wir hier mal die, warte, ist ja hier so eine Landstraße, legen, ey, das ist Tramgleis, was mache ich denn hier eigentlich? Legen wir hier mal so eine Landstraße ran. Cool. So. Und dann müssten wir das jetzt auch anbinden. Sollen wir Darlehen aufnehmen? Da wir sehr wenig Geld haben, gibt es erstmal hier Darlehen. So. Und das soll jetzt für euch keine Ansporn dazu sein, in echt auch Darlehen aufzunehmen, sondern, ja, das, wie gesagt, da war gerade krasses Kantenflimmern. Ja? Ja. Aber wir haben 60 FPS gerade. Ja, ich rede ja von Kantenflimmern. Ja, ich habe echt keine Ahnung, wovon du redest. Du bist hier der Computerexperte. Das ist kein Kantenflimmer, das ist einfach nur. Das ist nicht gut. So, jetzt haben wir einfach mal so eine eingleisige. Wir lassen eh nur einen Güterzug drauf fahren. Ja. Ich finde, das Spiel sieht verdammt schön aus, dafür, dass es eigentlich quasi ein Nachfolger von Transport Tycoon ist. Warte, das muss. So hieß es doch, oder? Ja, Transport Tycoon. Genau. Und ich finde, das hat. Bahnübergang ist. Ja. Aber es ist auch verdammt hardwarefressend, also. Legen wir das Gleis hier gleich mal ran. So. Jetzt müssen wir wieder eine Brücke einbauen. Ich würde die gleiche nehmen, sieht einfach viel besser aus. Ja, so eine Holzbrücke für die alte Güterlinie. Ja! Das sieht doch geil aus. Nehmen wir so eine Holzbrücke. Das ist zwar voll übertrieben hoch, aber okay. Das ist doch egal hier. So, das hat uns aber auch ordentlich gekostet, ne? Ja. 200.000. Und jetzt auf die. Jetzt legen wir das auf das Passagiergleis. Geht's erstmal hier auf das Highspeed-Gleis. Dann geht's auf das Gleis. Kannst du einfach mit so einem X rüberziehen? Nee, das geht leider nicht. Dann geht's auf das Gleis. Ja, doch. Warte mal. Wo ist ja eigentlich der Güter? Hier ist das Industrieviertel.
Da muss hier auch der Güterbahnhof ran. Oh, das wird hier echt kompliziert. Ja, vor allen Dingen, weil er das unsere kompletten Passagiergleise kreuzen muss. Eben. Aber wie sollen wir es anders machen? Eine Brücke oder einen Tunnel darunter durch will ich jetzt auch nicht unbedingt bauen. Weil ich so viel Geld... Dann macht damit so ein bisschen Platz, dass er im Notfall auch auf dem Gleis halten kann. Bevor so eine Person zu... Der fährt jetzt eh auf dem rechten Gleis hier erstmal weiter? Ich weiß nicht, kann man so einstellen, dass Personenzüge Vorrang vor Güterzügen haben? Warte mal kurz, ich mach hier... Nee, das geht nicht. Ich mach hier so eine Weiche rüber, dann fährt er auf dem Hinweg halt... Jetzt muss mal der Zug hier weg. Wo ist der denn? Da. Der muss über das nächste Signal, glaube ich, damit das... Nee, okay, geht jetzt auch so. Also, dann fährt er auf dem Hinweg, auf dem rechten Gleis, damit er keinen blockiert, ne? Auf dem Rückweg, dann auf dem linken Gleis. Das ist dann perfekt. Okay, warte, wo ist denn hier der Bahnhof? So, dann müssen wir hier ungefähr rauslegen, wo der Zug jetzt gerade ist. Ich würde es schon vorher rauslegen, dass sie sich nicht lange blockieren auf dem Personengleis. Ich lasse erstmal hier einen Bahnhof einfallen. Legt es doch weiter vorne aus, sonst blockieren die sich doch ewig auf dem Personengleis. Ja, mach ich schon. Naja, erstmal sind die Züge, die sind ja so ungefähr so gleich schnell. Also, leg ich es mal hier raus. Das ist schon okay. So, warte. Falsche Weiche, oder? Erstmal guck ich das gleich hier raus. Mach ich doch. Dann lege ich die Weiche hier rüber. So. Dann lege ich das Gleis hier raus. Das ist immer kompliziert, so eine Weiche zu bauen. Und dann wird sie auch eh wieder eingleisig. Dann ziehe ich das jetzt dann in den Bahnhof ran. Na toll. Na toll, ja. Ey, weißt du was? Scheiß drauf, das ist mega billig. Können eh nur 60 km/h und da ist es auch egal. Die können sich ja eh nicht mehr blockieren, ne? Lege ich das jetzt hier noch so parallel. Warte, hier, da geht's. Haben wir kurzzeitig eine viergleisige Strecke. Das ist doch hier nochmal krass, oder? Krass. Denn dann haben wir zwar kurzzeitig eine fünfgleisige, aber... Oh mein Gott. 61 schafft der Zug hier, ne? Wie sieht das denn aus? Das ist katastrophal, ja. Das ist mir jetzt auch egal. Okay, warte, legen wir jetzt hier mal die Weiche drauf. So. Perfekt. Dann müssen wir jetzt noch Signale hier anbauen. So, da und da. Sieht richtig aus wie so eine billige Industriebahnstrecke. Warte mal, jetzt muss ich hier noch das alles mit Signalen versehen, das wird jetzt kompliziert. So, dann muss der Zug hier halten, wenn er da rauf will. Wenn er hier rüber will, fährt er kurz in Gegenrichtung auf dem Gleis. Das heißt, der Zug muss hier halten. Und dann brauche ich noch irgendwo ein Signal. Mir fällt aber gerade nicht ein, wo. Warte, hier brauche ich noch ein Signal, genau. Wenn der hier rüber will, dass er dann hier wartet, so. So komplett. Warte, die Signale brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr. Stehen ja voll im Weg rum. Die haben es ja eh nicht mehr eingleisig, den Bahnhof hier. Und es sind ja auch zwei neue da, das passt dann auch. Okay, warte mal. Irgendwas wollte ich gerade noch. Ach so, ja, ich wollte erstmal die Signale hier auf eingleisig umstellen. Das muss einfach alles funktionieren dann am Ende. Das ist gerade hier mega aufwendig. Okay, jetzt kommen hier die Signale. Es wird immer schlimmer. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall ein Signal. Ja, dann auch da noch, warte, ein Stück zurück. Ah ne, da ist ja noch nichts los auf dem Schnellfahrtgleis. Hier fährt er in Gegenrichtung, das heißt, wir brauchen hier ein Signal. So. Damit der hier richtig rauf fährt, dann, warte mal, dann fährt der hier so rauf auf das Gleis, da kommt der Zug von, Alter, ey, ganz ehrlich, hier fährt er auch kurz in Gegenrichtung, brauchen wir hier ein Signal dran? So. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich hoffe auch, dass ich weiß, was ich tue. Guck mal, haben wir irgendwo Signale hier? Nein, haben wir nicht. Doch, da hinten, egal. Hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal so eingleisig Dings. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ich hoffe mal, dass am Ende kein Zugstau entsteht. Wenn nicht, kann man die manuell also, fahren, oder? Wenn wir die Mittel haben, ja, dann baue ich hier einen Tunnel einfach unten durch. So, jetzt müssen wir hinten und vorne noch die Post anbauen. Ja, und Prellburg. Ja, ich hoffe mal, das ist jetzt nicht... Ich will es nicht wieder so bauen, sondern mit so einer Weiche weg, das Depot. Ja, wieso? Wir verlängern die Linie doch eh nicht. Ja, sieht aber besser aus. Ja, aber wir bauen es doch nicht. Wir verlängern das doch nicht. Ja, aber wer baut es denn? Wer würde es denn echt so bauen? Ein Bahnhof und dann das direkt ein Depot? Ja, ich. Ist billiger. Ah, ja, mach. Boah, Junge, ich baue es hier einfach direkt an den Bahnhof jetzt ran hier. So. Wo ich kann aber ein bisschen Schiene dann... Weil du nicht hier rumholst, dass es scheiße aussieht. So. Oha, das geht hier ab. Nix. Nichts geht ab mit meinem Handy. Ab überhaupt nicht Sportcenter oder so. NFL. Sag ich doch. So, warte, jetzt brauchen wir so einen Zug, der das Öl von da nach da bringt, von hier die Güter auffüllt, in die Stadt fährt, zurückfährt, dabei hier nicht hält, das Öl wieder aufnimmt, dahin bringt und dann so weiter. Wir müssen erstmal so eine Linie einrichten. So, warte.
nennen wir die mal, wie heißt unsere Stadt da? Mount David, wa? Ja. Okay, dann nehmen wir das. Mount David Gütertransport. Ja. Mount David, so. Ich hoffe, dass mit der Sounddatei alles in Ordnung ist, weil sonst sind wir am Arsch. So, jetzt fährt der Zug von da, kommt hier lang, muss da nicht halten, hält hier hinten, fährt zurück, auf dem Rückweg sammelt er die Güter ein, leert das Öl ab, hält wieder da, fährt zurück und perfekt. Jetzt müssen wir gucken, dass er hier auch richtig fährt überall, ne? Hier läuft alles, hier ist ja klar, wie soll es auch falsch laufen? Ich fährt da halt so rüber, fährt, ja, perfekt, guck, er fährt in Hinrichtung, fährt er da, Rückrichtung, fährt er hier, dann geht's hier runter. Er fährt hier rüber, fährt hier rüber. Ja, das habe ich schon tausendmal gebaut bei meinen anderen Linien, das klappt. Das ist hier todessicher, diese Weiche. Todessicher? Das muss einfach. Okay, er kann nur hier zweigleisig fahren, er ist gezwungen, zweigleisig zu fahren. Das ist sehr schön hier. Dann kauf mal einen Zug. Und dann kaufe ich jetzt hier mal einen, habe ich doch, oder? Ja, klar. Ich nehme dieses fette Ding hier, müssen wir ein bisschen Darlehen schon wieder aufnehmen. Wir gehen pleite. Ich mache mal hier so 1,1 Millionen hier. 1,3 Millionen meine ich. So, warte, wir brauchen jetzt Güterwagen und Ölwagen, ne? Jetzt ja. Mal. Ja, wie viel schafft der? Der schafft 8 Güter. Nee, das ist ja eh der einzige. Aber er kann 80 fahren, das ist schon mal gut. Holz, das ist eine Kohle hier, okay. Vier. Wenn die 80 fahren, ist doch ganz gut. Dann ist ja, dann kann es, das ist der einzige Zug, der die Höchstgeschwindigkeit ausreizen kann. Warte mal, wir können der schafft nur 4, warte, dann machen wir mal so 6 Wagen dran. Dann darf man auch nochmal 6. Mal ein krasser Güterzug, ne? Ja, stimmt. Dann schicken wir den mal auf die Güterlinie und damit haben wir jetzt hier auch schon mal so die Güter uns um die Güter gekümmert. So. Gekümmert, Güter uns. Gekümmert. Gekümmert. So, gucken wir uns mal diesen schicken Zug an. Das ist echt der einzige Zug, der bei uns 80 fahren kann. Eigentlich schafft Glock sogar 85. Ja. Das sind ja mal so ein Mini-Güterwagen. Naja. Ja, für die Zeit. Warte. Ich weiß, ich hab's nicht drauf. Ja, die Ölwagen sehen auch geil aus. So, wie lang ist der? Ey, guck mal, wie kurz dieser Zug. Ich finde, so eine Lok hätten wir gebraucht da. Ja, stimmt. Diese Lok hier. Die kann man später benutzen. Dann fahren wir hier mal mit, oder? Wir haben ja die Zeit. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Noch nicht sehr lange. Ja, perfekt. Die Folge wollen wir die dann gleich hochladen jetzt. Gleich hochladen? Erstmal müssen wir in Entschuldigung. Erstmal müssen wir sie in 60 FPS rendern. Das dauert ja, aber wir haben ja noch Zeit hier. Ja, wir rendern die einfach heute Nacht und laden sie dann auch nachts hoch. Genau, und dann haben wir gleich an 2 Tagen 2 Folgen. Awesome. Ich guck mal, was wir gecovert haben. Das ist natürlich hier schon mal richtig leistungsfähig. WTF? Weil ich glaube, das sind andere Dateien. Ey, guck mal, die Strecke ist eigentlich gar nicht mal so schlecht geworden hier. Guck, er fährt aufs richtige Gleis, sehr schön. Diese Weiche sieht nur ein bisschen krüppelig aus. Und die Kurve ist hier auch ein bisschen krüppelig. Da schafft er halt nur 60, aber ist ja egal. Schon mal schneller als die ganzen Personenzüge gerade. Ja, Herr Philipp. Sehr schön, es ist geschafft. Und welche sind das jetzt, welche ich brauche? Alle. Ja, weil ich habe ja noch früher mal andere Dateien gelöscht gehabt. Ich ziehe einfach auf den Datum. Kümmere dich jetzt hier mehr ums Let's Play, Junge. Ja, das beeinflusst hier direkt ein neues Let's Play. Ja, stimmt ja auch. So, guck, jetzt fährt er hier eiskalt auf das Passagiergleis rüber. Hat schon 75 km/h drauf. Kann er hier mal ordentlich Gas geben. Das Ding fährt jetzt schon fast 80. Dann machen wir uns eine schöne Vorbeifahrt. So, kommt denn der Zug? So, da, schickes Teil. Oh, ist der schnell, Mann. Gucken, wie das hier läuft auf dem Gütergleis. Ich glaube, der Zug wird uns erstmal so mega Ausgaben bringen hier. Bis der mal ordentlich Güter transportiert. Ich habe Angst, dass das nichts wird. Ich will hier einfach mal über diese ganzen 4 Gleise rüberfahren muss. Das ist alles Armauer 2, oder? Die ganze Zeit in so Schlangenlinien, die über diese 4 Gleise rüberfährt. Wir können ja sagen, was wir hier machen, weil es ist ja wirklich gerade... Ja, wir holen uns hier gerade so alte Arma 2 Mod-Ordner wieder. Aus dem Papierkorb. Ja, wir haben ihn aus dem Papierkorb schon gelöscht. Das heißt, wir mussten gerade in den Tiefen unserer Festplatten einzelne Bytes zusammenkratzen. Ja, das ist ein bisschen umständlich, aber das wird ein schönes Arma-Let's Play. Ich hoffe es. Das ist nämlich
das letzte Backup von diesem Mod-Ordner. Guck mal, hier ist schon wieder so ein komischer Huckel drin. Oh, und da vor dem Bahnhof erst. Was ist das? Der Huckel da. Ui. Der Scheiß draußen, eine gute Linie. Da so. Hält er jetzt nicht, da nee, fährt er durch, fährt ne? Er durch, mit 80. Höchstgeschwindigkeit gerade. Können Züge eigentlich in Gleisen? Ich glaube, das habe ich schon also mal gefragt. Hier aber nicht, nein. Spiel, ich habe es noch nie gesehen. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben hier, oder ihr. Wenn ihr es wisst. Ja. Wenn nicht, müssen wir es mal nachgucken. Oh, das sieht ja so geil aus, wie das jetzt quasi im Tal verschwindet. Ja, schon, hab schon was, ne? Diese Berge am Horizont. Ich finde, wir sollten, es liegt ja draußen noch kein Schnee mehr. Nach dem Winter nehmen wir mal dieses Schnee, den Schneemod raus hier, dann müssen die an Jahreszeiten angepasst bleiben. Ja, das stimmt. So, dieser schöne Güterzug hier. Ich würde sagen, wir nehmen noch 10 Minuten auf. Würde ich auch sagen. Das ist zwischen mir so riesig geworden, dieses Video. Das letzte war ja auch schon so gigantisch. Ja. Also mal gucken, ob er jetzt schon Öl mitnimmt. Ich glaube eigentlich nicht. Werden wir gleich sehen. Können denn die einfach so das Öl gleich aus der Erde ziehen oder muss das erstmal irgendwie abgebaut werden? Oder ist es sofort da? Ja, das produziert ja dieses Ding nach. Ach so. Und wird dann automatisch zum Bahnhof gebracht, weil dieser Bahnhof ja eine Verbindung zu der Fabrik darstellt. Dann wird es automatisch da verarbeitet und dann automatisch in die Stadt gebracht. Und dann wächst unsere Stadt. Da haben wir mehr Passagiere. Dann nehmen unsere Passagierlinien mehr ein und unsere Busse. Boah, ist das krass. Das ist dann so ein krasser Kreislauf. Wir hätten eigentlich gar keine zwei Depots gebraucht, weil wir nur einen Zug haben. Ja, ist mir jetzt auch scheißegal gerade. Aber die Linie muss gerade so richtig viel Ausgaben machen. Die nimmt bestimmt nichts mit, dieser Zug. Nichts. Die steht auch gar nichts rum, also. Die sind keine Ölfässer, ne? Nee. Guck, der fährt leer. Warte, wir können ja mal kurz gucken hier. Ich mach mal kurz Güter an. Cargo. Ja, hallo, was? Ich glaube, es hackt hier. Ich bin gerade irgendeine neue Lok. Ja, Vorsicht. Blöde Ding braucht man nicht. Wo fahren die mit dem Öl hin? Der liefert das hinten an diese Fabrik und dann liefert er das in diese Stadt hier. Kann man die Straße irgendwie durchkappen? Ja, ich versuch's jetzt mal. Nein! Ey, ich glaube, es hakt hier, oder? Was ist das denn jetzt? Ich kann es nicht killen, weil das so eine Hauptverbindung ist. Ich glaube, es hakt. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Nein, die transportieren auch manchmal so automatisch Güter. Ich glaube, es läuft falsch hier, oder? Was läuft denn da jetzt falsch? Na, die transportieren das jetzt in diese Stadt hier, weil es einfach schneller geht wahrscheinlich. Ey, das gibt's doch jetzt hier nicht, oder? Das müssen wir irgendwie unterbinden. Wir können einfach diese Linie noch verlängern und diese Fabrik ja auch noch anbinden, oder? Dann müssen sie es ja theoretisch mit unserer Linie eigentlich befördern. Das mache ich jetzt. Ich meine, da kommt das Depot da. Super. Hat es nur 200 gekostet. Ja, aber das Depot selbst ja auch nochmal was. Pff, scheiß drauf, okay, hier. So, dann drehen wir das Ding mal, bauen es hier mal hin, so. Dann müssen wir aber noch mehr Züge einsetzen, damit der Takt diesen Fabriken halt sagt, dass er gefälligst auf unserer Linie hier das Öl transportieren soll. Mann, kannst du mal ganz kurz zurückgehen? Warte mal kurz. Zu dem. Ich baue jetzt hier nochmal die Straße an. Ja. Ja, genau. Hallo? Als ob da nicht genügend Platz war, ja, ja. So, da muss jetzt auf jeden Fall ein Depot rein. Ja, genau, so ein Straßendepot. So. Dann setzen wir gleich noch einen Zug ein, wenn der hier hinten angekommen ist. Weil ein Zug reicht hier nicht. Wir müssen es natürlich noch in den Fahrplan einbinden. Das war jetzt hier sehr schlecht geplant. Ja. Hättest du mich spielen gelassen, wäre das ärgerlich. Ja, dann wäre das bestimmt nicht passiert, ja. Warte, nach dieser Station soll er dann da halten. Warte mal. Ich bin noch voll durcheinander. Warte mal. Restart. Warte, ja. Soll ich dich kurz zurücksetzen und nochmal neu starten oder ist es ein Bootloop und soll ich dir eine neue Firmware aufspielen? Was bitte? Ja, okay. Warte mal. Warte, er hält jetzt auf dem Hinweg, er fährt hier vorbei, hält da und dann da. Warte, ich mach das so, dass er... Boah, ganz ehrlich, das ist mir zu hoch, ja? Solange es hier keine Atombomben gibt. Chill, Junge, chill, warte. Er fährt, kommt von hier, nimmt hier die Güter mit, fährt hier weiter. Ja, der muss doch da gar nicht halten. Hier die Güter mit. Der muss doch da unten erstmal gar nicht halten. Warte, der muss auch hier erstmal gar nicht halten. Er kommt von da unten, ihr guckt, ne? Genau. Kommt von hier, Bahnhof. Fährt hier durch. Dann fährt er da wieder durch. Dann fährt er hier auch durch. Fährt nach da hinten und hält hier hinten. Danach hält er hier, nimmt hier das Öl mit und liefert es dann nämlich an diese Station. Weiter, und da fährt er, da hält er dann, hält hier unten, fährt wieder nach da hinten. Und das Öl transportieren wir von hier nach da mit LKWs.
Ja. Ich hab mir auch gleich die Kugel hier. ist das. Okay, warte, jetzt brauchen wir jetzt mal so ein Güter-Dings, ne? Ja. Ich schwöre, wenn das jetzt hier zu teuer ist. Das passt. Oh, 8000, hast du das? Ja, mein Handy brummt schon wieder. Warum nur? Das weiß ich doch nicht. Warum nur? So, es kommt jetzt. Kannst du mal raten, wer es war? Es kommt jetzt hier. Ich kann dir zeigen, wer es war. Ey, du Opfer, Mann. Okay, warte, das ist jetzt hier der Güter-LKW. Güter-LKW? Ich hoffe, dass das dann hier. Den Transport in diese Stadt. Warte, vielleicht kann man Wegpunkte setzen. Das hat er doch gesagt. Vielleicht hilft es uns jetzt irgendwas. Nein, das bringt uns jetzt doch überhaupt nichts. Du kannst ja keine Wegpunkte für Cargo setzen. Stille. Alter, er schießt dich einfach, Junge. Das was? Ist zu kompliziert. Das was ist, hast du gerade gesagt? Das ist viel zu kompliziert hier. Das kann mir nicht. Was ist da passiert, wenn ich fragen darf? ja. Ja, hier, kabum, die hat gehört. Wahrscheinlich. Ja, wir können ja auch einfach nur so einen Pferdekurier fahren. Ja, wahrscheinlich. Genau. Okay, uns ist gerade das Spiel gecrashed.